Was für ein Tag! Endlich liegt genug Schnee, dass man auch wirklich ein bisschen off-piste unterwegs sein kann. Nico hat eine neue Skijacke. Mein erster Ausritt mit breiten Skiern. Ein wenig ungewohnt, aber ich glaube, ich mache es gar nicht mal so schlecht, oder? Nee, super. Steht zwimmig. So, neues Schneewetter. Bilderbuch, würde ich sagen. Der Hammer. Absolut. Hammer. Endlich hat der Schnee die Berge so richtig unter seine weiße Decke gehüllt und dadurch sieht alles so wunderschön aus. Die Sonnenstrahlen glitzern auf den kleinen Schneeflocken und alles ist viel heller und wärmer. Ja, diesmal war es sogar so, dass es oben deutlich wärmer war als unten im Tal, weil dann ja auch noch diese Nebelschicht dazwischen lag. Nichtsdestotrotz, bei schönem Wetter müssen die Tiefschneeabfahrten meist etwas härter erkämpft werden. Und so mussten wir erst ein ganzes Stück aufsteigen und queren, bevor wir dann tatsächlich zu unserem Hang gekommen sind. In dieser wunderschönen Landschaft und bei geringer Lawinengefahr ist die Querung selbst allerdings auch schon ein echter Genuss. Und die Abfahrt im Tiefschnee dann quasi die Kirsche auf der Sahnetorte. Alter Schwede, also das mit dem Snowboard queren, das ist für mich eine Qual, aber deswegen fahre ich auch Ski. Ja, das sind die gewissen Vorteile, die das Skifahren mit sich bringt. Manche Querungen sind mit dem Snowboard echt schier unmöglich. Sobald man ein paar Schritte aufsteigen muss, im Tiefschnee geht es teilweise nicht, weil man komplett versinkt und mit den Skien geht es super schnell und einfach. Da seht ihr Nikos Tiefschneeschwünge. Die werden besser und besser im Verlauf des Videos. Meine leider nicht, da ändert sich nichts mehr. Jetzt erstmal einen runterliegenden Schluck Tee. Weil unter den Wolken ist es echt arschkalt, während das jetzt oben mega warm war, friert man hier jetzt wieder so richtig. Das ist der Unterschied, aber klar, die Wolkendecke hängt halt so auf 1200 Meter oder so und drunter ist es Winter. Drüber gefühlter Hochsommer. Da seht ihr jetzt die Sonne und drunter die Nebelschicht. Das ist absolut unglaublich, wie arschkalt es jetzt hier ist. Also es ist wirklich. Die Nase friert gefühlt ein, die Zehen sowieso und oben am Gipfel war es vorher so, oder halt da auf dem Berg oben war es vorher so warm. Also meine Zehen sind wirklich warm. Oh, ich habe die gleiche Schuhe, meine ist eiskalt. Aber kalt ist wirklich, ja. Ja, danke. Jetzt brechen wir wieder durch den Nebel durch und oben ist es natürlich einfach nur göttlich und warm. So verrückt. Hier oben ist das Sunny Side of Life, würde ich behaupten. Um dem Tag noch eine zusätzliche sportliche Komponente zu geben und nicht früher als nötig unter die bitterkalte Wolkenschicht eintauchen zu müssen, haben wir uns entschieden, in der Sonne noch gemütlich aufzusteigen, um noch eine weitere geniale Tiefschneeabfahrt erreichen zu dürfen. Skitouren gehen ist wohl reine Gewohnheit. Doch wie mit den meisten Sachen, entweder man mag es oder man mag es eben nicht. Für mich hat es irgendwie was Entspanntes. Es entschleunigt. Man ist komplett in der Natur, nicht so gestresst, wie wenn man einfach nur kurz abschnallt und ein paar Meter hoch geht, weil dann brisiert es ja eigentlich immer total, finde ich. Sondern man weiß, man muss eher ein bisschen länger gehen und dementsprechend bringt es für mich eine gewisse Ruhe mit sich. Nico geht heute seine allererste Skitour. Ich bin sehr gespannt, was er uns sagen wird. Ich habe gerade schon erzählt, dass es deine erste Skitour ist. Habe die Erde. Und? Naja, nicht ganz die erste. Also ich habe schon mal die ein oder andere Splitboard-Tour gemacht. Aber mit Skiern ist es einer der erst zweite Mal. Ja, man kommt da, finde ich, ganz schön schnell wieder rein. Und auch das Skifahren im Gelände. Ein bisschen ungewohnt. Mit dem Snowboard geht es natürlich ein bisschen einfacher. Ich habe, glaube ich, auch Glück mit meinen Skischuhen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Und viel Geld für die Skischuhe auszugeben ist mega.
Und jetzt werde ich mir noch bei eBay Kleinanzeigen irgendwelche Powderlatten kaufen. Ja, im Moment ist er nämlich mit meinen Skien unterwegs. Gut, dass ich für jeden Ski ein Backup und noch ein Backup und noch ein Backup habe. Ach so, heißt es jetzt offiziell, dass ich mir gar keinen kaufen muss, sondern von dir haben kann? Nee, weil ich brauche die Backups ja alle. Ach so, alles klar. Wir sind oben und noch mitten in der Sonne. Aber es ist schon absehbar, dass wir definitiv in die Wolkenfront tauchen werden. Verdammt. Erstmal hieß es aber, Felle abziehen und alles zusammenpacken für die finale Abfahrt des Tages. Und die wird nochmal richtig gut, auch vom Panorama her, denn wir gucken auf den Wilden Kaiser mit einer unglaublichen Wolkendecke davor. Die letzten Meter führen mega idyllisch an einem verschneiten, teils eingefrorenen Bach vorbei. Es könnte schöner eigentlich gar nicht sein, bis dann totale Action kommt. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich hab jetzt auch noch nie zugeschaut. Du? Nee. Ihr schreibt mal in die Kommentare, ich bin echt gespannt. Yeah, mega was, jetzt dir gefallen. Sehr gut, also für meine erste richtige Tiefschneeabfahrt. Ja, ich habe Lunte gerochen, das ist immer eine Challenge. Ja, ist so schön, das Glück ist mit den Dummen oder so ähnlich. Auf jeden Fall haben wir voll den Dusel, weil der Bus ist auch schon da. Wir müssen nur 5 Minuten auf die Abfahrt warten. Perfekt. Auf die Abfahrt? Vom Bus. Das muss man genau nachfragen, weil oftmals meint sie was anderes. Ich würde auch noch eine Skiabfahrt nehmen, so ähnlich. Aber hier geht es nicht mehr weiter runter, wir sind schon im Park. Ja, wenn die Haut vom Skifahren gestresst ist. So sieht man in 20 Jahren aus. Und damit ich erst in 21 Jahren so aussehe, gibt es dann auch noch diese Methode. Das Januarloch ist zu Ende und man merkt, dass die Skigebiete wieder voller werden. Umso dankbarer sind wir, dass nun endlich genug Schnee abseits der Pisten hat und man somit ein bisschen größeren Spielplatz hat, in dem man sich rumtoben kann. Die letzten Tage waren wirklich wunderschön, nicht nur vom Wetter, sondern auch vom Schnee. Dementsprechend haben wir noch ein paar mehr Bilder für euch festgehalten, die wir jetzt einfach runterlaufen lassen. Ansonsten hoffen wir sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Immer donnerstags, ihr wisst ja eh.